Als es zu dämmern beginnt, wird ein Nachtlager aufgeschlagen und ein Feuer angezündet. Um sich etwas zu entspannen, spielen die Mädchen ein Kartenspiel. Du meine Güte, was sind denn das für schlechte Karten? Okay, ich steig aus. Ich auch. Ha! Ich hab euch reingelegt. Damit hättet ihr nie gerechnet. Nein, auf gar keinen Fall. Willst du nicht mitspielen, Javier? Nein, gracias. Ich muss den Sattel reparieren. Sonst könnte es sein, dass ich morgen vom Pferd falle. Das wäre sehr peinlich für Wüstenblume. Komm her, Pablo. Es gibt Essen. Rusty, du übernimmst die Wache. Wann sind wir denn dran? Keine Sorge, Mädchen. Achtet vor allem darauf, dass ihr genügend schlaft. Wir stehen früh auf. Die Mädchen richten ihre Schlafstellen her und legen sich hin. Prue ist sauer auf ihren Dad. Mein Dad traut mir nicht mehr zu, schlafende Pferde zu bewachen. Ich bin doch eine Granger. Die Pferde werden sicher die ganze Nacht schlafen, so brav wie sie sind. Hat dein Dad nicht gesagt, alles Mögliche kann unterwegs geschehen? Bemerkt ihr denn nicht die romantische Spannung zwischen Flecki und Honigfarbe? Es geschieht sehr wohl etwas. Etwas, das sich Liebe nennt. Am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang geht es dann weiter. Mr. Granger gibt noch ein paar Anweisungen. Wir überqueren heute einen Fluss, also passt auf die Fohlen auf. Wenn sie nervös werden und versuchen auszureißen, fangt sie ein. Und Kinder, ihr schaut nach den hinteren Pferden. Überlasst uns die Arbeit. Tja, jemand von uns muss wohl hinten bei den Nachzüglern reiten. Die drei Mädchen losen untereinander aus, wer hinten reiten muss. Und das ist Lucky. Wieder muss sie mit sehr viel Staub klarkommen. Das wird ein langer Tag. Plötzlich verlässt eine Stute mit ihren Fohlen die Herde. Die reißen aus! Lucky galoppiert Spirit an, bleibt dann aber stehen. Komm schon, Spirit. Wir müssen den anderen... Tja, vielleicht müssen wir es ihnen nicht sagen. Wir kriegen das auch allein hin, stimmt's, Kumpel? Javier sieht, dass Lucky davonreitet und folgt ihr. Fortuna, wo willst du hin? Ich reite ein paar Ausreißern nach. Aber wir sollen zusammenbleiben. Was ist, wenn dir was passiert? Komm schon, Javier, das macht doch Spaß. Sehnst du dich nicht auch nach Abenteuer? Wir haben niemandem gesagt, wo wir hinreiten. Senior Granger wird sicher wütend.